Moinsen, oder besser gesagt Grüezi aus der Schweiz. Ich stehe hier vom St. Jakobsrad mit dem einzig wahren Omel. Der Mann hat sein Wort gehalten, der hat uns eingeladen heute, dass wir hier sein dürfen. Omel, sag mal Hallo für die Familie. Moinsen, wie geht's? Wie ist die Stimmung? Alles fit bei euch auch? Ja, top. Unten die Links auf jeden Fall auschecken. Omel, wenn ihr euch erinnern könnt, hat mich damals in der Weekend League ein bisschen gepusht. Omel, dein Resümee, wird das mir nochmal was oder? Loslassen. Ja, er sagt, ich muss loslassen. Aber wisst ihr, wo wir nicht loslassen? Da. Im St. Jakob Park. By the way, Omel, erzähl mal. Größtes Stadion in der Schmidt? Genau. Wie viele Plätze? Ungefähr 56.000. Ungefähr 56.000. Omel, die ist, glaube ich, ein bisschen nervös. Geht. Was übersichtlich. Was denkst du, wie wird Basel heute machen? Ich sage, es wird ein dreckiges 1-0. Dreckiges 1-0. Basel, ich blende da jetzt einmal kurz die Tabelle ein. Basel aktuell auf Platz. Im Keller. Und wir zocken heute gegen den Zweitplatzierten. Aber es ist das erste Mal für mich in der Schweiz. Wir waren heute einmal ganz kurz in Frankreich. Blende euch da noch mal kurz ein. Checkt es mal aus. Richtig geiles Croissant gegessen. Französischen Kaffee, wie er im Buche steht. Sehr, sehr geil. Und jetzt eben mit Omed rein in den St. Jakob Park. Und da vorne hört man auch schon ja, die Basel Ultras. Da vorne jetzt so eben die Basel Ultras. Aber krass Polizeipräsent. Für Basel geht es heute, wie gesagt, um sehr, sehr viel Sinn im Keller. Die Gäste sind auf Platz 2. Das heißt, Basel muss heute echt die Punkte reinholen. Omel steht by the way vorn bei den Mädels. Aber das ist der Park. Ich war noch nie in der Schweiz, ich war noch nie in dem Stadion. Ich bin mega gehypt. Danke auf jeden Fall auch nochmal an Omel bzw. an Basel für die Einladung. Freut mich natürlich sehr. Jetzt auf jeden Fall schon mal das Video liken, den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann hätte ich gesagt, gehen wir rein da jetzt. Let's go auf ein geiles Match. So, da ist jetzt der Check-in. Omed kommt nicht rein. So, wir sind jetzt im Stadion. Machen wir den ersten Blick rein. Omel, dann danke dir für die Einladung. Kein Problem. Er ist der Beste. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung auschecken. Twitch, Insta, OnlyFans. Wann guckt ihr? OnlyFans vielleicht. Machen wir gemeinsam. In den nächsten 3 Monaten geplant. So, wir stehen jetzt da mal an dieser kleinen Snackbar. Die Preise finde ich eigentlich ziemlich okay. So für Cola 5 Euro, Hotdog 6 Euro. Ist eigentlich ziemlich cool, die Brezel 5,50. Ist eigentlich echt okay. Ihr müsst mal schauen, das sind so Treppen. Wir sitzen zwar unten, aber ich muss euch ganz kurz die View zeigen. Schaut euch das mal an. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Da ist einfach so die View. Und imagine, du hast da oben einfach eine Wohnung. Du kannst jedes Mal voll runter gucken zum Spiel. Allgemein muss ich echt sagen, für das erste Mal ist das größte Stadion. Ich glaube, Omed hat gesagt 56.000 Plätze. Kommt da gut hin. Ich finde das Stadion wirklich sehr, sehr schnicke. Wie findet ihr das Stadion? Schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Allgemein muss ich gerade sagen, so die Stimmung jetzt so, es sind knapp eine Stunde ist Anpfiff. Aber die Stimmung da ist eigentlich sehr, sehr chillig. Man kommt sich eigentlich so ein bisschen vor, als würde man jetzt irgendwie so durch ein Shopping Center gehen. Aber es ist wirklich sehr, sehr cool. Das sind unsere Plätze. Gehen wir mal runter. Und das ist die View. Weil wir sitzen ziemlich nah am Rasen. Mittlerweile auch die Basel Ultras reinkommen. Und da oben sind die Gäste. Von denen hört man noch nichts. Da oben jetzt über den Ultras steht nochmal Rot. Ist unser Liebling. Blau, die ewig Treue. So viel wie Rot ist die Liebe und Blau die Treue. So, und Omed kann nicht nur E-Sports, Omed hat auch Geschichte ziemlich studiert. Omed, erklär mal. Ja, also ich habe es Caprillo erklärt, dass quasi der Gründer von Basel auch der Gründer vom FC Barcelona ist. Daher kommen auch die Farben, dieses Rot-Blaue. Quasi wurde 1893 wurde zuerst Basel gegründet von dem Typen halt. Und was ist das?
sechs Jahre später, 1899, hat er Barcelona gegründet. Das heißt jetzt streng genommen Visca Basel. Visca Basel, ja. Grüße gehen raus, Anton. Real Talk, 5 Minuten später, nicht ganz, auf einmal ist die ganze Basel-Kurve voll. Und die singen konstant seit 10 Minuten locker schon das Gleiche. Echt krass, wie sie da die Kurve jetzt gefüllt hat. Da by the way, die Keeper gerade von Basel am Aufwärmen. Ja, und da die vom Gegner, Genf. Da oben die Fans, da ist immer nur sehr, sehr wenig, bis gar nichts. Aber Basel ist ja mal krass vom Support hier, Hilfe. Der Typ vor uns einfach mit Barry-Trikot. Aktuell bester Torschützer beim FC Basel. Wir haben uns jetzt gerade entschieden, dass wir raufgehen werden, weil da in der prallen Sonne, das ist wirklich sehr, sehr heiß. Aber schaut mal, die Gästefans sind auch aktiv worden. Und wie gesagt, wir gehen jetzt mal hoch in den Schatten, weil in der Sonne, ihr seht, die Sonne knallt da komplett rein. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man von mir sieht. Aber es ist viel zu heiß gerade, wirklich. Es kommen gerade da die Gästefans rein. Sah nochmal krass auspfiffen worden. Also ich muss wirklich sagen, die Kurve von Basel sehr, sehr wild. Da gehen eben jetzt die Spieler von Genf. Und jetzt kommen auch die Gästefans wieder aktiver nach vorne. Weil das war jetzt gerade sehr, sehr laut. Und da vorne ist eben der Spielertunnel. Ich finde das sehr, sehr cool, genau da so bei der Kurve rauszukommen. Wirklich sehr, sehr cool. Jetzt sind die Spieler da vorne. Basel. Und die Fans sofort aktiv. Das ist wirklich geil. Sehr, sehr wild. Da stehen jetzt so kleine Kinder, wahrscheinlich so wegen Autogramm oder Foto oder Trikot. Das ist schon cool, wie nah man da eingefahren ist. Und ich finde die Sache gerade sehr, sehr süß irgendwie. Ich und das war ein Keeper gut. Apropos Schattenverfügung, jetzt macht den Frieden für eine neue Bürgerinitiative. Aber die Basis ist wirklich Wahnsinn. Ah, wirklich Schasspolizei. Ich habe mir kurz die Aufstellung von Basis Schacker bei der Welt. Der Schacker ist der Bruder von Schacker. Der geht auch bei Frei. Ich glaube, einer der berühmten Schweizer Legende. Was würde es gerade geben dafür, da einfach mal durchzulaufen? Es ist wirklich sehr, sehr heiß da. Wir haben uns jetzt wieder umsetzen müssen. Warum, Moment, haben wir uns umsetzen müssen? Halte mich bedeckt. Kann das sein, dass wir vielleicht so mal rein falsch gesessen sind? Wie gesagt, ich halte mich bedeckt. Positiv aber, wir sitzen jetzt höher. Es ist Schatten und wir haben eine bessere View. Schaut euch das jetzt mal an. Wir sind vorher da unten irgendwo gesessen in der Hölle, wo es runterbrennt wie Sau. Und jetzt sieht man halt wirklich sehr schön über den ganzen Platz. Ein bisschen erhöht, finde ich sehr, sehr top. Besser? Besser. Aquario von FC Basel. Das Gegenstück im Gästesektor. Die stehen jetzt alle auf. Kommt die Mannschaft hinein. Komplett die Show gestohlen.
Also ihr kennt ja meine Einstellung, nicht zu Pyrotechnik im Stadion, ich feiere jetzt komplett. Aber sowas finde ich quatschig. Pyro einfach aufs Feld schmeißen, auf die Unterränge. Ich meine, zum Glück sitzt da jetzt gerade niemand, ne? Aber imagine, da sitzen Familien oder sonst was und die schmeißen einfach die Pyro runter. Fühle ich absolut gar nicht sowas. Und genau solchen Aktionen wird immer mehr verboten und immer mehr verschrien. Schade. Die Spieler motivieren dann aber die Fans. Also Basel von rechts nach links in Richtung Kurve und die Gäste mit der Kurve im Hintergrund in, ja, die eigenen Fans. Basel also den Anpfiff, da ist dieser Barry, der ist Topscorer beim FC Basel. Und dann auch ein entspanntes Match. Viel Spaß. Ankick. Okay, nur ein Wurf. Die ersten paar Minuten sind gespielt und der Herzenskraut, also gefühlt jede Aktion von Basel wird sofort applaudiert von den Fans, finde ich sehr, sehr korrekt sogar. Basel bis jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht, Genf echt, ja, momentan ein bisschen Mitspieler. Ja, es sind so Bälle, die kann man mal machen, kann man mal probieren. Hat schon passt, bin ich vielleicht unglücklich getroffen, aber passt so. Die Fans sind sehr, sehr wild. Jetzt einmal in Genf in Angriff. Was ist da eigentlich? Ausgeglichen mit Vorteilen für Basel. Aber wie gesagt, glücklich Torchancen konnte Basel noch nicht kreieren und Genf gefährlich am Kontern. Die letzte Aktion, das war schon gut, ne? Ja. Richtig geil. Ja, geil, ich hab Gänsehaut.
Natürlich. Aber könnt ihr auch nicht mit dem Zugang zu? Lass es raus, so wie wir. There we go. Raus. Verletzten. Oh mein Gott, das Tor wird gerade überprüft. Kiri geht hin. Da sehen Sie dieses Tor nochmal an. Jetzt natürlich alle gespannt. Das Tor ist leider doch aberkannt worden, also wieder 0-0, alles verfahren. Jens kriegt hier den Freistoß, die Spieler beschweren sich nur beim Ref. Und jetzt lasst das weiterspielen. Also 0-0, leider kein Tor. Also dieser Mann hat wirklich Spaß. Ich glaube, es wird schon der beste Spieler auf dem Feld. Sehr gut, Leute. Basler ist absolut vorn. Let's go! Oh, so einfach! Sehr gut! Sehr gut! Den hat er! Alter, was will er? Macht er Schwimmübung? Er will immer Videoassistenz. Es befindet sich die Spielminute kurz vor der Pause. Doppelschlag, nach und umgekehrt. Das Tor erzielt mit Nummer 9. Thiermo! 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 Der Pass kommt von Nummer 30. Anton! Neuer Spielstand. FC Basel. Servet. Also 2-0 jetzt nur in voller Halbzeit, wichtig. Heißt der Torschütze, Fabi, aktuell Topform. Und Basel auch schon wieder. Und der Schiri pfeift die Halbzeit an. Erste Halbzeit ist vorbei, Basel zieht immer noch sehr, sehr stark gespielt, die erste Hälfte. Einige Chancen zwar liegen lassen, aber jetzt nehmen in der Halbzeit 2-0 Basel. Sehr, sehr wichtig für die Liga, was sagt Domit dazu? Anton Kade, gut. Sollen wir öfters kommen für Basel? Ja, die Hüses bringt Glück. Also Video liken, Kanal abonnieren und Domit auschecken. Unten in der Videobeschreibung. Gästemannschaft, rauskommen, gerade austreten. Jetzt kommt die Heimmannschaft. Sofort wieder die Fans hinten drauf. Auf eine coole zweite Halbzeit, ne?
Anpfiff zweiter Zeit, scheinbar keine Auswechslungen, ist jetzt durchgegeben worden. Jetzt schauen wir mal, ob Basel die zweite Halbzeit so rocken kann. Sehr, sehr gut. Ist nur da. Klassischen Standard, so ein Tag kann passieren, ist sehr, sehr lästig. War aber schön gemacht, ich finde, der Keeper hat jetzt keine Chance nicht gehabt. Und da ist es, Gipfel-Diktatur. Ich konnte mir eben den Aber, da wird zurückgedacht. War scheinbar auf Zeit. Alle gerade im Auskost gewesen. Fast ist 3-1 jetzt für Basel, aber abseits ist es bitte, jetzt ist das dritte Mal, nee, das zweite Mal, dass Basel ein Tor aberkannt wird. Sagst du, abseits oder nicht? Womit kannst du nicht glauben? Der lässt los, der will immer. Platz, ja gut. Da ist Platz auf draußen. Ja, oh mein Gott. Für Foul war das zu wenig, die Berührung. Schaut. Da oben auf dem Balkon A5 war Noah Okafor bei der Weino. Und jetzt sind wir da, sehr geil. Nachspielzeit, Basel aber wieder mit dem Ball.
Wichtige drei Punkte. Heiße Schlussphase nochmal gewesen. Zweite Halbzeit war kaum. Erste Halbzeit war kaum. Geht mehr sonst. Kriegst du selber ein paar Tore mehr genehmigt? Ja, wir haben uns jetzt mittlerweile von Omed verabschiedet. Gruß und Kuss nochmal. Omed, für die Einladung, den FC Basel nochmal danke für die Einladung. Dann nochmal das Stadion, wie gesagt, zweite Halbzeit, mal kurz so 20 Minuten dabei gewesen. Ich habe echt ein bisschen, langweilig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt nichts gegangen. Beide sehr gut gestanden, Basel am Ende sehr gut gebunkert, Fünferkette gemacht. Zwei Tore aberkannt, ist auch sehr, sehr bitter. Aber am Ende muss ich sagen, sehr, sehr coole Kulisse, Eindruck. Das Stadion finde ich, wie gesagt, sehr, sehr cool. Einkaufszentrum und Stadion in einem. Am Ende sage ich halt wieder mal danke fürs Einschalten. Lasst mir noch mal Like auf das Video da, unten den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, ciao.